So, gib ich ja, wir freuen uns sehr, dass heute Abend, wir haben jetzt diese wunderbare Kirche in München als Aufführungsort, die Allerheiligen Hofkirche im Residenz in München. Und ja, die Musik ist einfach unglaublich schön, die Texte sind so tief und Minnelieder werden wir heute Abend präsentieren und einige Lieder, die auch heißen Sangsprüche. Und das ist dann vielleicht politische Lieder oder Aussagen, die nicht um Liebe gehen. Und es handelt sich aber in erster Linie um diese Walter von der Vogelweide. Walter ist geboren Ende des 12. Jahrhunderts und hat gelebt bis etwa 1230. Man nicht, weiß es nicht wirklich genau, aber die Musik, die Texte sprechen uns an, als ob die irgendwie heute oder gestern geschrieben. Jeder, der sich mit Minnesang beschäftigt, will irgendwann unbedingt Walter von der Vogelweide machen. Hier haben wir einen der wichtigsten Dichter des deutschsprachigen Mittelalters, wunderbare Texte, ganz hervorragende Dichtungen, Reime, Scherze, große Formen. Also für die, die sich mit Texten beschäftigen, ein gefundenes Fressen. Wir wissen, dass alle Lieder gesungen wurden damals, dass alle diese Texte Melodien hatten und Vortragskunst waren. Sie waren also nicht zum Lesen da ursprünglich, sondern Walter hat sie vorgetragen, andere haben sie nachgesungen. Das waren Hits der Zeit. Wenn man das jetzt auf die Konzertbühne bringen will, hat man das Problem, das man generell beim Minnesang hat, dass die Melodien meistens nicht überliefert sind. So auch bei Walter. Also ein ganz großes Problem, wenn man sie singen will, auf welche Melodien, welche Töne. Es gibt nur einige sehr wenige Notate, die ganz genau eine Melodie Walters überliefern. So das Palästinalied zum Beispiel, das immer wieder gemacht wird. Das muss natürlich auch heute erklingen, das spielen wir auch heute. Wir haben aber verschiedene Wege, um zumindest, sagen wir, Stichstraßen in Walters Werk, in Walters musikalisches Werk zu finden. Eines davon ist Neumen. Das sind Notenzeichen, die nicht exakt lesbar sind, aber die ein ungefähres Bild von dem Melodieverlauf geben, die uns zeigen, wo sind mehrere Töne, wo sind weniger Töne, wo geht's rauf, wo geht's runter, sowas in der Richtung. Und da ist der berühmte Codex Buranus, die Carmina Burana, interessant. Denn in dieser Handschrift gibt es ein paar Kontrafakturen, also ein paar Neutextierungen von Walterliedern. Und die haben solche Neumen. Sie müssen über Umwege unseren Weg zu Melodien finden. Und wir haben uns jetzt die genauer angeschaut. Ich habe ein bisschen Analysen gemacht von Walter-Melodien, die wir kennen, und versucht, diesen Gestus neu zu komponieren anhand von primitiven Notenzeichen sozusagen. Und so gibt es noch ein paar verschiedene Möglichkeiten, die wir alle ausprobieren heute und versuchen, Walter in unserer Weise neu zum Leben zu erwecken. Überhaupt auf der Welt, dass Musik eine Sonderkunst ist, das erreicht die Menschen zu Herzen. Und ich hoffe, dass heute Abend durch die Texte, durch diese Musik, die wir erarbeitet haben, dass wir unser Publikum näher kommen können. Ihr geht die Rede entfahren.